ein Wort zum Unterschied zwischen Schuldnerverzug und Unmöglichkeit. Was ist hier der Unterschied? Der Unterschied ist, beim Schuldnerverzug existiert die Sache noch. Sie ist nur noch beim Schuldner und sollte längst beim Gläubiger sein. Und bei der Unmöglichkeit existiert die Sache nicht mehr. Schuldnerverzug und Unmöglichkeit können aus der physikalischen Logik in dem Universum, in dem wir uns befinden, nicht gleichzeitig auftreten. Leuchtet das ein? Schuldnerverzug und Unmöglichkeit können nicht gleichzeitig auftreten. Entweder die Sache existiert oder die Sache existiert nicht mehr. Schwarz, weiß, ja, nein, plus, minus. Ja? Bisschen schwanger geht auch nicht. Ne? Schwanger oder nicht schwanger? Sache ist da oder Sache ist nicht da? Sie glauben gar nicht, wie oft Jurastudenten im zweiten, dritten Semester Schuldnerverzug und Unmöglichkeit einfach beides durchprüfen. Das geht nicht beides. Es kann natürlich sein, dass aus Schuldnerverzug Unmöglichkeit wird. Die Sache ist beim Schuldner, er liefert nicht, sie existiert und dann zwei Wochen später verbrennt sie. Sie ist immer noch nicht beim Gläubiger, aber dann verbrennt sie oder sonst irgendwas passiert. Das geht, aber zeitlich versetzt. Niemals gleichzeitig. Schuldnerverzug und Unmöglichkeit können niemals gleichzeitig auftreten. Schwarz, weiß, ja, nein. Sache existiert, Sache existiert. Hallo, Marius Ebert hier. Meine Videocoachings ersetzen komplett Präsenzseminare und Fernlehrgänge. Wenn Sie einen IHK-Abschluss machen möchten, brauchen Sie kein Präsenzseminar und Sie brauchen schon gar keinen Fernlehrgang. Meine Videocoachings mit dem gesamten kompletten Begleitmaterial, dem Hörbuch und der persönlichen Betreuung ersetzen das Präsenzseminar und ersetzen den Fernlehrgang. Wenn Sie mehr wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.